haben in den vergangenen Monaten um den Verfassungsschutz Dinge erlebt, die niemand von uns für möglich gehalten hätte und die unfassbar sind. Die Fakten sind ja allgemein bekannt im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Untergrund. 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge, 14 Banküberfälle. Die Rücktritte von 3 Chefs der Landesverfassungsschutzämter und des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes. Die Position der Linken ist völlig klar. Der Inlandsgeheimdienst hat völlig kollektiv versagt. Es gibt keine Kontrolle. Transparenz ist Fehlanzeige. Und wir erlebten die völlige Verselbstständigung der Apparate. Dieser Verfassungsschutz schützt nicht die Verfassung, er gefährdet die Verfassung und gefährdet die Demokratie. Die Linke fordert ein Programm in 3 Schritten. Erstens, Abschaltung aller V-Leute. V-Leute sind vom Staat bezahlte Spitzel und vom Staat bezahlte Täter. Zweitens, wir wollen den Geheimdienstcharakter des Verfassungsschutzes abschaffen. Denn die Geheimdienste sind nicht kontrollierbar, schon gar nicht mit demokratischen Mitteln. Drittens, wir fordern die Umwandlung des Verfassungsschutzes in eine wissenschaftliche Politikberatung. Die Berufung von Hans-Georg Maaßen als neuem Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes halte ich für bedenklich und für falsch. Er steht nicht für eine Neuorientierung, er steht schon gar nicht für eine grundlegende Reform. Es besteht vielmehr der begründete Verdacht, dass gerade so weitergemacht wird wie seither. Dankeschön.